Grüezi aus der Schweiz. Ich bin nicht in Meiring jetzt, bin schon etwas gefahren. Ich stehe hier am Brienzer See. Ja, da wollte ich eigentlich heute gar nicht hin. Eigentlich war geplant, einen Pass zu fahren, aber wie ich gestern gemerkt habe, das ist viel zu heiß, denn heute soll es noch mal 1-2 Grad noch mal wärmer werden. Da habe ich gedacht, ja, das wird wohl nichts. Das ist doch ein bisschen zu heavy für mich. Aber da habe ich mir eine andere Runde ausgesucht, die ich auch mal fahren wollte. Nämlich die Seenrunde um den Brienzer See und da ganz hinten ist noch der Thunersee. Die möchte ich umrunden. Ja, gute 90 Kilometer sind das, also nicht ganz wenig. Ich bin auch schon ein gutes Stück hierher gefahren. Von Meiring so 13 Kilometer, das ist auch schon ein Stück, die muss ich auch noch wieder zurück. Und ja, das Wetter, wie ihr seht, richtig top. Aber gegen Abend und Nacht soll es mal richtig schön gewittern und regnen. Das Land braucht das hier auch. Man sieht es, es ist nicht so richtig saftig grün, wie es sich gehört. Aber die Hitze, die schlägt heute noch mal richtig zu. Deswegen absolut nicht in die Höhe zu fahren, nicht zu doll anstrengen. Dafür gibt es wahrscheinlich mal die ein oder andere Erfrischung. Und ich hoffe, richtig schöne Bilder von diesen schönen Seen. Wie ihr seht, türkisfarben, das ist ja wow. Also ich werde erst an den Südhängen werde ich entlang fahren bis nach Thun hoch. Oh, das sind eine schöne Strecke, tolle Aussichten. Man kommt nicht immer an den See. Das ist auch viel privat. Aber so wie hier kann man baden. Ich schätze mal, ich werde gleich auch noch mal kurz hier reinspringen, bevor ich losfahre. Und dann geht's ab. Da ist es auf der Südseite so ein bisschen hügeliger. Ah, auch mal eine Schotterpassage, aber nichts Wildes. Da kann man auch mal schieben, wenn das sein soll. Aber ich kenne die Runde ja eigentlich schon. Die habe ich vor 14 Jahren auch schon gefahren. Aber erinnern, wie gesagt, nur bruchstückweise. Und bei diesem Wetter, noch ist es schön wolkenlos, wird es wohl hoffentlich schöne Bilder geben. Also, dann wünsche ich viel Spaß dabei. Da bin ich mal eben 150 Höhenmeter hochgefahren. Oh, das ist schon so heiß. Oh, die Suppe läuft nur so. Und wie man hier sieht, Waldbrandgefahr extrem hoch. Deswegen darf man jetzt auch diese schönen Plätze, an diesen schönen Plätzen kein Feuer mehr machen zurzeit. Vielleicht ändert sich das ja noch mal ein bisschen. Es soll ja was kommen. Aber ich stehe hier bei dem Parkplatz an den Gießbachfällen. Ich glaube, da gehe ich gleich noch mal hin und zeige euch das. Oh, aber Wasserfälle gibt es hier ja ohne Ende. Da kann man nur sagen, kann man überall hingucken. Man sieht immer einen Wasserfall. Aber der ist besonders groß. Ja, und ja, frisch ist es im Wald hier auch nicht mehr. Unmöglich ist das irgendwie, das Wetter. Ja, man ist halt im Sommer hier. Wie gesagt, das habe ich im letzten Video schon gesagt, im Herbst ist es doch irgendwie angenehmer. Es ist frischer, aber man hält es echt aus. Naja, heute muss ich noch überstehen. Wie man sieht, der Parkplatz ist so früh am Morgen auch schon recht voll. Man kann ja auch weiterlaufen. Ja, okay, dann kommt aber auch gleich eine Schotterpassage von 900 Meter, 1 Kilometer. Die werde ich wohl auch leicht bewältigen können. Das Einzige, was wie vor 14 Jahren nicht ist, die E-Bikes. Mich haben auch schon welche überholt. Die fahren hier entspannt die Berge hoch. Irgendwann wird es bestimmt passieren, dass ich das auch mal mache. Aber noch mache ich das ohne. Es macht immer noch Spaß, also geht's ohne Akku weiter auf dieser schönen, ja, Seenrunde.
Leider eine Verlustmeldung. Die Sonnenbrille ist kaputt. Am Anfang der Tour leider. Jetzt muss ich erstmal ohne fahren. Vielleicht kaufe ich mir unterwegs mal eine. Ich muss das mal sehen. Verdammt. Gerade heute an diesem schönen Tag. Aber im Moment geht das alles noch. Hier ist noch viel Schatten. Oh, mal wieder Zusatz. Aber das ist nun mal dabei. Ich fahre ja auch viel. Das erste Örtchen wieder erreicht. Wie heißt das überhaupt? Iseltwald. Oh, richtig schön wieder gelegen. Aber man sieht, da muss ich gleich wieder rüber weg. Über diesen Hockel. Aber schöne Aussicht natürlich. Das ist immer Wasser, ist immer toll. Und da hinten, da ist auch schon Interlaken. Da ist schon wieder das Ende des Sees. Nur 10 Kilometer oder so sind das. Ja, aber es ist anstrengend auf dieser Seite. Es geht immer hoch und runter. Aber dafür bin ich hier, das zu genießen. Der See strahlt so ein ganz kleines bisschen kühlere Luft ab irgendwie. Das ist schon besser, als sich irgendwo da oben in den Bergen abzukämpfen. Aber die Tage kommen noch, wo es kühler wird. Also weiter geht's Richtung Interlaken. Kurz vor Interlaken, da mache ich noch mal eine Pause, beziehungsweise Badepause. Ich war schon drin, aber wie man hier aussieht, sehr steinig. Also ich muss sagen, ich habe wieder meine Badeschuhe mit. Die sind echt Gold wert. Da könnte man, glaube ich, nicht barfuß rein. Also das war sehr, sehr brockelig. Große Steine, kleine Steine, scharfkantige. Also da bin ich froh, dass ich die mit habe. Naja, erstmal eine kleine Pause, Snackpause, Cola-Pause. Und dann geht's durch Interlaken und da schätze ich mal, werde ich mich dann erstmal wieder melden, wenn ich am Thuner See bin. So, da ist er doch, der Thuner See. Es ist schwer an ihn ranzukommen. Hier sind die Schienen immer dazwischen. Oder nur ein schmaler Pfad dahin. Da bin ich jetzt nicht hingegangen. Ja, Interlaken war doch schön. Besonders deswegen. Neue Sonnenbrille. Und noch ein bisschen Mittag. Noch so einen kleinen Hotdog gegessen.
und noch eine eiskalte Cola. Aber jetzt bin ich am nächsten schönen See. Da muss ich ganz da hinten hin. Da hinten ist ein Spiez. Und um die Ecke, da ist Thun. Und dann irgendwann fahre ich auch mal auf der anderen Seite da oben längs. Oh, krass. Echt einer der schönsten Radwege bald, die ich je bald gefahren bin. Zumindest in Hitze. Oh, die Sonne brennt, aber es ist ja auch genau Mittag. 11:45. Noch viel Zeit. Und es ist ein bisschen Wind aufgekommen, ein Glück. Nicht stark, aber als Gegenwind. Das ist richtig schön. Muss man echt mal sagen. Kühlt ab. Und ich fahre hier auch den Radweg, Seenradweg in der Schweiz. Und der Ahr-Radweg, glaube ich, heißt der. Und ich habe schon einige gesehen mit Gepäck. Und in so einer starken Steigung, wie ich schon gefahren bin, beziehungsweise entgegen, müssen Sie ja die Berge hoch, die ich runtergefahren bin. Starke Leistung. Und dann bei diesem Wetter. Boah, also Hut ab. Naja, ich fahre jetzt weiter Richtung Spiez. Spiez ist erreicht und irgendwie kommt mir das doch bekannt vor. Ja, genau vor einem Jahr bin ich hier auch gestartet nach Adelboden. Da bin ich zurück nach Zweisimmen gefahren, wo ich letztes Jahr meine Ferienwohnung hatte. Heute kein Hochwasser. Vor einem Jahr war fast bis zur Kaikante. Also so unterschiedlich kann das Wetter natürlich wieder sein. Boah, heute brennt es hier runter. Das Wasser ist angenehm warm, kein Hochwasser weit und breit. Noch nicht mal eine Wolke. Na, die ersten Wolken entwickeln sich so ein bisschen über den höheren Bergen. Und als nächstes Ziel, einmal über den Berg muss ich und dann komme ich nach Thun. In einigen Kilometern und dann ist auch locker. Ich habe auch schon bald die Hälfte der Tour erreicht, denn ich muss weiter, ich kann nicht stehen bleiben. Es ist echt zu heiß heute. Thun ist erreicht. Zeit wieder für eine Pause, für eine Eispause. Standesgemäß mit Toblerone-Eis natürlich. Oh, schön hier ist es ja, weiß ich nicht, gerade nicht. Es ist sehr viel los hier. Natürlich auch die Hitze. Da will man hier schnell durch. Aber ist teilweise doch anzusehen. Hier ist so ein bisschen ein Riesenrad und was es hier alles so gibt. Ja, das Zentrum ist noch gut, aber außenrum, da muss man einfach nur durch. Ich bin auch jetzt nur an der Hauptstraße gefahren, also idyllisch ist der Radweg nicht, also so geht es auch weiter. Ich werde hauptsächlich an der Straße fahren, aber immer natürlich in der Nähe vom See. Aber ich werde jetzt hier ein schönes Eis genießen und dann habe ich noch ein kaltes Getränk geholt. Ja, und dann geht es auch schon weiter. Ich habe nur noch 40 Kilometer bis Brienz. Das ist jetzt schon komischerweise über die Hälfte. Naja, ist halt so.
Naja, weiter geht's ja, Richtung Interlaken. Das ist ja eigentlich wieder die nächstgrößere Stadt. Da war mal wieder eine Abkühlung fällig. Ich muss sagen, das hält nicht lange vor. Kaum kommt man aus dem Wasser, ist man schon wieder in der Hitze. Aber mal zwischendurch tat das echt wieder gut. Aber dieses Panorama hier, das ist so unglaublich. Ich sag ja, wie ich es immer wieder sage. Schweiz legt immer eine Schippe oben drauf. An Interlaken bin ich vorbei. Hier ist schon wieder der Brienzer See. Bin ein ganzes Stück gefahren. Man sieht schon Lambsdorff, oh, das schlechte Wetter ankommen. Ja, es sind nur noch 11 Kilometer bis zum runden Ende. Bis zum Ende des Sees da hinten. Ist es schon wieder vorbei. Was heißt wo schon? Schon 16 Uhr, also ich bin schon lange, lange unterwegs. Von Meiringen aus, da bin ich um 8 Uhr gestartet. Also es ist wieder ein voller Tag, ein schöner Tag, der jetzt bald wieder zu Ende geht. Aber die letzten Kilometer Richtung Brienz werde ich nutzen, um das ja, alles nochmal aufzunehmen. Ja, auf der Straße hier ist das immer viel los. Ist echt nicht der tollste Radweg, aber sind halt die alten, da ist nicht viel Platz. Und da muss man hier halt da längs. Ja, dann auf zu den letzten 11 Kilometern. Nun an Brienz vorbei. Jetzt bin ich wieder am Ausgangspunkt, wo ich morgen gemeldet habe. Aber wie ihr seht, ja, da hinten, Interlaken oder so, da regnet es schon. Es sieht auch sehr grau aus. Ich glaube, da über die Bergen bilden sich auch gerade Gewitter. Ich muss jetzt schnell zurück nach Meiringen.
Das brauche ich jetzt nicht mehr filmen. So interessant ist die Strecke nicht. Das sind noch 13 Kilometer. Mit Rückenwind wird es aber schnell funktionieren. Eigentlich war geplant, im Wasser zu sein und euch zu verabschieden. Aber so muss ich jetzt weiter. Es war ein richtig toller Tag. Genug Bademöglichkeiten habe ich ja genutzt. Zwischendurch, noch nicht mal bei jedem, habe ich euch mitgenommen. Ja, und es war ein schöner Weg. Doch anstrengend. Viele Höhenmeter sind da immer noch dabei. Soll man nicht unterschätzen. Es sind halt Alpen. Da geht es auch nicht immer direkt an Ufer. Aber es war wunderbar. Ein schöner Tag. Ja, ich hoffe, es hat dann gefallen. Ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Muss ich sehen, wie das Wetter morgen ist. Morgen soll es vielleicht noch morgens so ein bisschen regnen. Ob ich dann noch eine kleine Tour mache, wenn es geht. Bestimmt. Werdet ihr sehen. Also dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin moin oder wie man hier sagt, salut. Jetzt hat es mich doch noch erwischt. Kurz vor Meiring, ich fahre hier gerade rein. Aber jetzt ist alles egal. Also tschüss.